Christopher, hallo? Ja, Pizzeria Bella Pistazie. Wollte nur sagen, Pizza kommt etwas später. Ich habe keine bestellt, keine Pizza. Sie hatten bestellt dreimal Pizza Camorra mit Schinken, Salami, Fischmuscheln, Schrumpfkopf und Mozzarella. Das muss ein Missverständnis sein. Die Pizza kommt etwas später. Also nein, Entschuldigung, ich habe heute etwa keine Pizza bestellt. Alberto hat den Auftrag selbst entgegengenommen. Kann nicht sein. Welche Nummer hat bei Ihnen angerufen? Oh, Vorschlag. Sie kaufen zwei Pizza zum Preis von drei Pizza. So hat jeder Gewinn. Nein, Entschuldigung, ich habe schon gegessen heute. Ich meinte, Sie kaufen die dreimal Pizza zum Preis von zwei Pizza. Dann nur Pizza mehr zu teurer, so hat jeder Gewinn, okay? Nein, Sie verstehen mich nicht. Ich habe heute keine Pizza bestellt. Dann wir geben Pizza ab bei den Nachbarn und sagen Geschenk von Nachbar. Sollen Sie so machen? Ist das ein Telefonscherz? Sie hatten überhaupt nicht bestellt. Hundertprozentig. Wer sind Sie denn, Herr Lieferdienst? Ja, Pizzeria Bella Pistazie. Wollte nur sagen, Pizza kommt etwas später. Telefonscherz heute, die ja. Die Pizza kommt etwas später, also in Viertelstunde etwa. Ja, leider nicht für mich, bitte. Wenn Sie nicht bestellt hatten, dann kriegen Sie auch keine Pizza, ja? Ganz genau. Bei welchem Telefonscherz bin ich denn? Wenn Sie nicht bestellt hatten, dann kriegen Sie auch keine Pizza, ja? Genau. Wer sind Sie denn? Gut, vielen Dank und arrivederci. Dann also, wer sind wir Sie denn? Geben Pizza ab bei den Nachbarn und sagen Geschenk von Nachbar. Sollen Sie so machen? Ja. Schönen Abend, alles Gute, ja. Ciao. Ich meinte, Sie kaufen die dreimal Pizza zum Preis von zwei Pizza. Dann nur Pizza mehr zu teurer, so hat jeder gewinnen, okay? Heute kaufe ich keine Pizza, ein anderes Mal gerne. Dann wir geben Pizza ab bei den Nachbarn und sagen Geschenk von Nachbar. Sollen Sie so machen? Heute nicht, anderes Mal gerne. Alberto hat den Auftrag selbst entgegengenommen. Ja, ist das schön, aber Sie haben mich heute um heute aber Mittag Moment, nochmal... Ich habe am Telefon nur den Rückrufknopf gedrückt. Ja, kann nicht sein. Ich kann den Pizza-Taxi nicht erreichen, Alberto. Ja, kann nicht sein. Ich kann den Pizza-Taxi nicht erreichen. Alberto hat sein Handy nicht bezahlt. Er weiß okay, aber da haben Sie wahrscheinlich einen Fehler in Ihrem System, weil bestellt dreimal Pizza Camorra mit Schinken, Salami, Fischmuscheln, Schrumpfkopf und Mozzarella. Nein, auf keinen Fall. Das schmeckt mir gar nicht. Wirklich nicht. Falsch verbunden. Ich meinte, Sie kaufen die dreimal Pizza zum Preis von zwei Pizza. Dann nur Pizza mehr zu teurer, so hat jeder gewinnen, okay? Rufen Sie mich in vier Wochen wieder an, dann können wir darüber reden. Sehr schade. Aber was hatten Sie bestellt für Pizza? Margherita? Wer sind Sie denn? Wie heißen Sie? Kennen wir uns? Wenn Sie nicht bestellt hatten, dann kriegen Sie auch keine Pizza, ja? Kleinen Moment. Ich gebe Ihnen meine Frau. Ah, Moment, ich habe am Telefon nur den Rückrufknopf gedrückt. Ich bin Pizza verarschen. Hört mal zu. Sie